Hallo Leute und herzlich willkommen hier zurück zu einem weiteren Part zu Splatoon 2 Heldmodus, Storymodus, Singleplayer, wie auch immer. Aber bevor es losgeht mit dem letzten Level, gehen wir hier nochmal zur Kalmarsenalkiste und werden unsere Heldenwaffe auf Stufe 3 und somit die letzte Stufe erweitern. 1500 Fischeier haben wir auf jeden Fall. Und ich muss mal schauen. Okay, Tintentank hat auch 1500. Das müsste ich dann irgendwie offscreen dann irgendwie machen. Weil den Tintentank will ich auch noch auf Stufe 3 haben. Bevor wir halt zum Final Boss halt gehen. Aber das kommt dann erst im letzten Part. Auf jeden Fall machen wir heute den letzten Level. Und suchen dann noch nach der Schriftrolle. Und ja, machen wir das auf jeden Fall. Ach man. Noch gut gerechnet sind es auf jeden Fall noch. Naja, wobei zwei Parts sind es nicht. Drei Parts. Weil ich werde noch so einen Amiibo-Part machen, wo ich alle scannen werde. Auch die aus dem ersten Teil. Weil sofern habe ich alle. Aber. Warte mal. Ah nee. Ich habe mich ja direkt dorthin begeben. Also passt das schon. Letztes Level. Level 27. Octoling Hinterhalt in der Molluskelbude. Ach, da hätten wir sogar irgendeine Waffe wählen können. Och, scheiße. Och, nee, ne. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, weil ich jetzt so schnell war. Noch ein letztes Mal die Mini-Elektrowelt zu retten. Mit dem Klecksroller. Ach nein. Ach nein. Jetzt habe ich nicht genau drauf geachtet. Scheiße. Kann ich nicht doch lieber eine andere Waffe wählen? Ah ne, komm, nee. Das ist jetzt ein bisschen doof, aber ich mach's jetzt trotzdem. Ich mache einen kleinen Cut und ich nehme doch eine andere Waffe. Wie gesagt, ich war ein bisschen zu schnell, aber ja, wir sehen uns gleich mit einer anderen Waffe hier im Level wieder, also bis gleich. So, hier bin ich wieder, diesmal mit den Heldenwaffen und ja. Aber wie gesagt, ich kann mich jetzt so oft wiederholen, wie ich lustig bin. Ich habe das nicht so richtig gecheckt, ich habe zwar gesehen, dass wir halt eine andere Waffe wählen können, aber ich habe es so schnell gedrückt oder so, ich habe das nicht so schnell irgendwie mitbekommen, wie, keine Ahnung, das war einfach nur eigene Dummheit. Aber na gut. Hoffentlich denke ich auch dran, es auch zu schneiden. Na gut. Wenn hab ich halt Pech gehabt, dann müsst ihr das halt sehen. Komm, du gehst weg, du hast sowieso keine Chance. So, ein letztes Mal hier nochmal die Schriftrolle und das Anchovium ausfindig machen. Das Anchovium hier in der Overworld haben wir ja hier schon. Ja, fehlt halt sowieso nur noch die Schriftrolle. Ich möchte gerne hier das. Ah ne, kann ich nicht machen. Verdammt. Aber wir müssen auch nochmal in jeder Kiste halt nochmal nachschauen. Ey, Mann, das Octoling sind, ne? Falls ihr euch wundert, warum ich das so mit Absicht etwas dunkel gemacht habe. Das liegt daran, dass es mir gerade momentan noch ziemlich hell ist. Ja, ist ja klar, wegen Sommer und so. Aber es ist gerade erstens so scheiße heiß und zweitens noch so verkackt hell wegen dieser fucking Sonne. Und es, und in der Facecam wäre es so kacke belichtet wie in irgendeinem anderen Part, also so vor zwei, drei Parts oder so, keine Ahnung. Das war einfach so heftig und ich will euch jetzt damit jetzt auch nicht so viel belasten, weil das sah schon etwas beschissen aus. Deswegen habe ich jetzt einfach mal so, ich habe es jetzt einfach mal so dabei belassen, so. Ja. Ich muss mich etwas klarer ausdrücken. Alter. Achso, ach, wollte man schon mal freimachen. Okay, gut. Zwei haben wir schon, fehlen nur noch sechs. Trotzdem müssen wir uns noch mal genau umschauen, sonst wird das halt sowieso nichts. Aber mal schauen, für den Story-Modus, den letzten Part, weiß ich nicht, ob ich da Facecam mache. Das weiß ich nicht.
Okay, gut, im ersten Teil habe ich es auch gemacht und beim Finale, aber naja, mal schauen. Manchmal liegt man eher Wert aufs Gameplay, da ist die Facecam manchmal egal. Ah, Blaster hier, aber jetzt wollen sie es noch mal wissen, ne? Das letzte Mal. War der letzte Level, also Level 27, im ersten Teil auch ein Octoling-Level? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja, aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr so genau. Ich will doch mal hier hoch, dankeschön. Aber ich weiß nicht, oder so, wie es da gilt, wie man halt die Kisten freimachen kann. Alter, was ist hier gerade los? Ey, das ist so hardcore gerade. Ich spring das halt auch im Spiel. Alter, naja. Die mit den diesen Satan-Kreuze drauf, die sind am schlimmsten, ne? Sind halt richtig hardcore drauf. Aber die Dullis haben jetzt nicht so eine Reichweite. Sind wir jetzt auf Deutsch Heldendoppler, ist halt klar, ne? Alter, du fühlst dich richtig cool, ne? Fühlt sich richtig cool. Ah, die verstecken sich alle in ihrer verkackten Tinte, deswegen kann ich nicht irgendjemand angreifen. Ja, das war kacke. Das war richtig kacke jetzt. Komm einfach weg mit euch. Ich werde jetzt auf jeden Fall hier auch nochmal jede weitere Kiste zerstören. Hier werde ich mal die Königinbombe mal losschicken. Mich weiter nach vorne bringen kann. Es sind sogar gleich zwei. Ach du heilige Scheiße. Nee, Robo-Bombe, klär das für mich, bitteschön. Du sollst die Mühe geben. Auf Laufen hast du keinen Bock gerade, ne? Alter. Ist immer versucht noch am Leben zu bleiben, ne? Das könnt ihr euch sparen. Das wird sowieso nichts. Komm, verreck einfach. Die Hälfte haben wir ja schon, sehe ich gerade so nebenbei. Oh cool, das ist schon, habe ich schon mal. Fehlt nur noch die Schriftrolle. Wunderbar. Hier, diese komische Sebis-Bombe, Sebis-Nebel oder wie auch immer das Zeug da heißt. Einfach mal weg. Hier oben. Und wieder so ein Coupon. Wie komme ich denn da rein? Ja, wie komme ich denn da rein? Muss ich wieder hochspringen oder was, wenn das geht? Ah, nee. Ja, irgendwie ja schon, aber... So. Habe ich zum Glück nur teilweise nur gehittet, also doch nicht so schlimm. Ich hab ein bisschen da hoch. Ja, verdammt. Ich wollte eigentlich so machen, damit ich an den Kupon hier rankomme. Nice shot. Komm, die Schriftrolle. Die ist bestimmt nicht dahinter. Safe ist die überhaupt nicht dahinter. Komme ich überhaupt dahin? Wegen der Barriere? Da komme ich doch noch nicht mal hin. Da war doch klar, ne? Das war so klar. Jetzt habe ich mich wieder. Ja, weil ich jetzt nicht genau hier detailliert umgeschaut. Nee. Ja. Ich habe mich halt nicht so genau umgeschaut. Und außerdem fehlt mir noch die Hälfte. Ich bin doch gerade voll irgendwie durch den Wind irgendwie, ne? Komm, weg mit euch. Seid alle unnötig. Die Ausrüstungsteil passt auf jeden Fall soweit. Ja, ich muss ja auch irgendwie ja auch hier rankommen, ne? Das ist irgendwie gerade nicht so richtig geblickt, ich weiß auch nicht. Ach nee, so richtig dumm mal wieder, ne? Was ist denn da oben? Ah nee, das ist nur ein Ausrüstungsteil. Ich dachte schon, hä? So übelst offensichtlich und so. Aber das wäre ein bisschen zu einfach. Ach so, jetzt habe ich's, okay. Dann machen wir uns jetzt schnell auf die Suche nach den letzten zweien. Einmal hier. Nee. Hä? Sind jetzt die anderen Dinger noch hin? Wo sind die jetzt bitte schön, hä? Ich wechsle mal zur Killingbombe nochmal. Hä? Nein! Och man, was für ein Timing. Jetzt aber. Hä?
Okay, nee, hier. Hier ist auf jeden Fall eins. Wo ist das letzte? Ah, das gleich hier hinten. So, machen wir einfach so. Springen dahin. Und fertig. Wunderbar. 7,5 Minuten. Passende Länge. Und jetzt begeben wir uns auf die Suche nach dem letzten Souveniraufkleber. Aber zum Glück weiß ich genau, welche Plattform ich nehmen muss. Und jetzt öffnet sich dieses UFO-ähnliche Teil. Wunderbar. Letzte Schriftrolle, Nummer 27. Ach, mein Mizi, wenn sich deine Kapsel öffnet, bist du vielleicht ganz allein. Wenn dies der Fall ist, aktiviere die Kapsel bitte erneut. Ich hoffe, du kannst mir all diese Strapazen verzeihen, mein über alles geliebter Mizi. Oh, das ist der Mini-Mietsrichter, ne? Oh, der ist voll cute. Der ist schön. Gehen wir es an. Nein, das machen wir noch nicht. Wir haben noch die letzte spezielle Schriftrolle, beziehungsweise halt laut Tier. Sonst haben wir ja komplett hier alles. Wunderbar. Aber hier fehlt noch die Schriftrolle, beziehungsweise das Souvenir auf Kleber. Und das machen wir auf jeden Fall noch. Dann gehen wir uns direkt hier auf die Suche. Müsste recht schnell gehen, wenn ich nicht faile. Kommt die gelbe Plattform auch direkt auch hier an, oder muss ich eine andere Plattform nehmen? Ach, scheiße. Jetzt muss ich sowieso warten. Verdammt! Warte mal, ich werde schon mal die Waffe wechseln auf das Sniper. Weil ich habe es offscreen leicht probiert. Es ist auf jeden Fall machbar. Ich hätte gedacht, das wäre fast unmöglich, da überhaupt ranzukommen an den Ballons. Jetzt muss ich hier erstmal absteigen. Und auf die gelbe warten. Das ist nämlich die richtige, die mich überhaupt dorthin führt. Oder hinführen kann. Oder hinführen wird, sagen wir es halt am besten so. Jetzt muss ich es irgendwie hinbekommen. Komm schon! Hä? Ja! Nice! Geschafft! Das, hä? Ist das jetzt nur wegen der... Was macht denn die Mutter auf einmal hier? Ja, die spawnt sich einfach her. Nur extra wegen dem Dings, ne? Also, damit die halt nicht hier runterfällt, weil das wäre ein bisschen doof. Komm, ich brauche irgendeine Plattform. Irgendeine Plattform! Komm schon! Irgendeine, die mich da hinbringen kann. Bring mich da hin. Wenn das geht. Nein, 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 nein. Ich hasse diese Overworld, Alter. Das ist so nervig. Nein, ich will da aber noch nicht dahin. Jetzt kann ich sowieso wieder die Waffe wechseln. Also von daher, ja. Mache ich das jetzt einfach schnell. Ja, die geht auf jeden Fall wunderbar ab auf Stufe 3. Komm, bitte mach schneller. Ich hasse das mit diesen Plattformen. Das ist so... Ah, nee. Einfach nur nee. Ah. Soll ich es rausschneiden? Nee, ich lasse es einfach drin. Bringt mir ja nichts. Komm. Komm. Bitte. Bitte, lass mich die Schriftrolle einsammeln. Wie soll... Wie soll ich denn das hinbekommen? Sag mir jetzt, ich muss die Schriftrolle nochmal holen. Okay, nee, die liegt schon so breit da. Wie soll ich da genau rankommen? Was ist denn das für ein Rotz? Ja, toll, das ist ein bisschen scheiße, ne? Wie soll ich denn genau da rankommen? Das ist jetzt ein bisschen lächerlich, ne? Das finde ich jetzt ein bisschen lächerlich, ne? Wie genau soll ich da rankommen, bitteschön? Kann mich wenigstens irgendeine Plattform wenigstens so ungefähr genau dahin bringen.
Wäre das irgendwie machbar? Ich glaube, ich werde es doch schneiden. Also, falls ich schneide, dann sehen wir uns dann bei der Schriftrolle wieder. Eventuell bis gleich. Nee, wobei, nee, doch nicht, oder? Nein. Oh, nee, doch nicht. Das sind doch unsichtbare Plattformen, die mich dort sogar dahin bringen. Hä? Oder war das jetzt nur Zufall, dass jetzt auf einmal die Plattformen da waren? Okay, ja. Dann lasst es bleiben. Alles uncut, wunderbar. So, da haben wir ja alles. Dann können wir ja endlich zum Final Boss. Aber das machen wir dann im letzten Part, würde ich sagen. War zwar jetzt nicht so interessant jetzt zu diesem Part. Hoffe, es war dennoch okay. Aber dann würde ich sagen, im letzten Part machen wir den Final Boss. Und laut dem Ausgegrauten der Silhouette könnte ich mir eventuell schon denken. Und denke mir schon dabei, warum? Warum? Aber naja, okay. Also wie gesagt, bis zum nächsten Mal im letzten Part. Final Boss. Und ja, ciao Leute, macht's gut.